Ich heiße Vassili Tsabas. Ich bin aus Griechenland. Ich bin ein Arzt. Ich arbeite für das staatliche Gesundheitssystem in einem großen Krankenhaus in Thessaloniki. Unsere Solidaritätspraxis heißt KIA. KIA heißt Kinoniko Iatrio Allergies, eine Solidaritätsmedizinische Klinik. Die ganze Geschichte begann vor ungefähr 2 Jahren, wenn sich einige Ärzte zusammengefunden haben, um Immigranten ohne Papieren bei ihrem Hungerstreik zu helfen. Und es kam zu der Idee, eine medizinische Klinik zu formulieren, um sich mit dem Problem der Menschen in Thessaloniki ohne medizinische Versicherung zu beschäftigen. In diesem Versuch nehmen viele Menschen teil. Diese Menschen sind Volontäre, ja. Keiner wird bezahlt. Es gibt viele Ärzte, aber es gibt auch viele Privatpersonen. Die Praxis ist in vielen Teilen, besteht aus vielen Teilen. Es gibt das medizinische Teil, also es gibt die Generalmediziner, es gibt die Pädiater, es gibt die Zahnärzte, es gibt andere und Fachärzte-Richtungen. Ja, andere Facharztrichtungen. Aber es gibt viele Privatmenschen, die sich mit der Organisation beschäftigen. Also wir arbeiten mit Terminen und so gibt es eine Verwaltung, sagen wir mal, die all diese Termine für jeden Monat vorbereiten. Es gibt solche Abteilungen, sagen wir mal, ja. Es gibt eine große Apotheke, wo wir Medikamente sammeln von Privatpersonen oder die werden in Apotheken gesammelt für uns. Also Menschen in Thessaloniki, die manche Medikamente haben, die sie nicht mehr brauchen, weil sie ein Medikament gewechselt haben oder weil leider der Patient gestorben ist und es gibt manche Medikamente übrig. Die werden in Apotheken versammelt und zu uns gebracht, ja. Da gibt es eine sehr große Gruppe von Menschen in der Praxis, die alle diese Medikamente sammeln und sie organisieren. Ja? Und wir geben sie zu Patienten, die keine Versicherung haben. In der Praxis direkte Mitarbeiter sind über 100, meine 150, 180, ich weiß nicht genau, 200, also das sind viele. Ja? Also denken Sie, dass was die Zahnärzte betrifft, es gibt 2 Zahnärztestühle und da werden Patienten 10 Stunden pro Tag täglich gesehen. Also da braucht man viele Zahnärzte, ja. Und was die Apotheke betrifft, wir haben wirklich viele Medikamente, ja. Also es gibt ein großes Zimmer in der Praxis. Es gibt auch eine andere Wohnung, sagen wir mal, ungefähr, sagen wir mal, 60 Quadratmeter. Und das ist gefüllt an den Wänden mit Medikamenten. Das braucht viele Menschen, ja. Also ich denke, die Gruppe von der Apotheke ist über 50 Personen, ja. Also es sind viele Menschen, aber es gibt auch, sagen wir mal, indirekte Mitglieder, indirekt in dem Sinne, dass sie nicht in der Praxis arbeiten. Es sind Ärzte, andere Fachärzte und die sind solidarisch zu dem, was wir glauben und wir diskutieren mit ihnen und sie sehen Patienten, die diese spezielle medizinische Hilfe brauchen, in ihren Praxis, ohne bezahlt zu bekommen. Das sind viele. Es gibt auch Laboratorien, die Blut nehmen und alle diese Blutexamen machen, auch ohne Geld. Und das sind auch viele in Thessaloniki. Wir bekommen Geld von Privatpersonen, die mit nichts anderes verbunden sind. Ja? Wir bekommen Geld von gesellschaftlichen Gruppen. Wir bekommen Geld von Syndikaten. Von Gewerkschaften. Von Gewerkschaften, von solidarischen anderen Organisationen in Griechenland und vom Ausland auch. Wir machen Veranstaltungen und da spenden auch die Menschen Geld. Wir haben mit dem Staat, mit dem griechischen Staat gar nichts zu tun. Wir bekommen kein Geld von denen. Wir bekommen kein Geld von EU. Wir bekommen kein Geld von Firmas, wir haben keine Sponsors, heißt das Deutsch? Sponsoren. Keine Sponsoren. Wir bekommen kein Geld von keinem, der mit dieser Situation, mit dieser Krise irgendetwas zu tun hat. Die Sache ist die Krise, ja.
Also die Arbeitslosigkeit steigt. Jetzt spricht man über eine Arbeitslosigkeit in Griechenland von über 27%. Also das sind die offiziellen Ziffern, aber das ist noch höher. Die Arbeitslosigkeit in den Jugendlichen unter 30 Jahre alt ist 57% oder 60%. Diese Menschen sind nicht versichert, ja. Es gibt auch viele Menschen, die nicht arbeitslos sind. Also sie haben ihre Geschäfte oder sind Matthias. Unternehmer. Kleinunternehmer. Und die sollen eigentlich ihre Versicherung selbst bezahlen. Aber sie haben kein Geld, um diese Versicherung zu bezahlen, weil das 300 Euro pro Monat sein kann, ja. Und obwohl sie arbeiten, sie haben keine Versicherung. Also die Unversicherte in Griechenland sind über 30%. Also das ist ungefähr über 3 Millionen, ja. Diese Menschen die Protowaffen, ja, die erste Schicht der Gesundheitsversorgung nicht erreichen und sie können auch zu den Krankenhäusern nicht gehen, ja. Es gibt auch viele Immigranten in Griechenland und viele von denen haben keine Arbeit, sie sind arbeitslos, aber viele von denen haben auch keine Papiere, ja. Also die landen in Griechenland aus Nötigkeit. Die landen aus Griechenland nicht, weil Griechenland ein reiches Land ist und da können die Geld verdienen. Jeder weiß, dass Griechenland ein großes Problem hat. Diese Menschen kommen in Griechenland aus Not. Ja? Diesen Menschen ist nicht erlaubt, aus Griechenland zu anderen europäischen Ländern zu fliehen. Ja? Und die müssen da bleiben. Aber die haben auch Gesundheitsprobleme. Ja? Die sind Menschen ohne Papiere. Und der griechische Staat sagt für diese Menschen, die haben keine Papiere, die müssen in Versammlungslager. Ja, das ist die Wahrheit in Griechenland in 2013, ja. Also diese solidarische Praxis hat nicht nur mit der medizinischen Sachen zu tun, ja. Wir machen viele Veranstaltungen. Interventionen in Krankenhäusern. Also wir haben nicht die Illusion, dass wir das Problem der Gesundheit in Griechenland lösen können, ja. Und was die Krankenhäuser betrifft, da können wir gar nichts tun, ja. Also es gibt Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die keine Versicherung haben und die brauchen ein Krankenhaus. Da können wir nichts tun, ja. Aber wir machen Interventionen in Krankenhäusern, das haben wir schon zweimal gemacht, um einen Druck zu üben, dass alle Menschen, egal ob sie eine Arbeit haben, egal ob sie versichert sind, egal ob sie Griechen oder Immigranten sind, egal ob sie Immigranten ohne Papier oder mit Papiere sind, dass alle in ein Krankenhaus gehen können, ja? Dass alle ihre Medikamente bekommen können. Also das alles sind politische Entscheidungen und die werden in den Versammlungen getroffen. Wir haben zum Beispiel viele Probleme mit den Faschisten in Griechenland, ja? Mit goldenen Morgenröte. Ja? Wenn irgendwas da passiert, dann reagieren wir. Reagieren wir mit Posters, reagieren wir mit, über die Presse. Wir schicken Texte. All diese sind Entscheidungen, die politische Entscheidungen, und werden immer in Versammlungen getroffen. Texte werden da formuliert oder es gibt eine Gruppe von 3-5 Menschen, die formulieren den Text und wir diskutieren darüber in den Versammlungen. Es gibt viele Menschen, die, wenn im Kreis sprechen, sich nicht bequem fühlen. Aber wir glauben sehr hart, dass wenn man so in einem Kreis spricht, das hilft in der ganzen Situation, weil man politischer wird, ja, und es gibt nicht mehr diese herrschenden Persönlichkeiten, die da vorne immer stehen, und das eigentlich ist ein Problem für alle dieser Versuche. Also es kann manchmal schwierig sein, zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, aber das kann auch kein Problem sein. Also wir werden uns nach 5 Tagen wieder nochmal versammeln. In der Zwischenzeit denken wir uns darüber und es funktioniert eigentlich, ja. Das Wichtigste für uns ist, was die Menschen, die Leute, wie sie sich gegen die Praxis verhalten. Also wir möchten, das ist sehr stark in unserem Versuch, keine Philanthropie. Keine Charity-Arbeit. Zu machen, ja. Und wir möchten, dass die anderen auch verstehen, ja.
Wir haben mit Charity, sagt man auf Deutsch, nichts zu tun. Das möchten wir nicht tun, das tun wir nicht. Wir möchten nicht, dass die anderen Menschen so etwas machen, ja. Also, wir sprechen über Solidarität. Das ist, was wir auch vorne bringen möchten. Wir müssen uns einander helfen. Wir stehen auf derselben Ebene. Das müssen wir versuchen, dass wir selber auch, aber die anderen auch das verstehen. Dass wir also näher einander kommen und die Solidarität vorne bringen. Der Zweck unserer Praxis ist, dass wir einfach in einem Zeitpunkt in der Zukunft, dass wir nicht weiter notwendig sind, ja. Dass wir einfach, weil wir nicht notwendig sind, nicht mehr da sein müssen, ja. Also wir glauben sehr stark, dass die Gesundheitsversorgung eine Sache des Staates ist. Aber wir glauben, dass diese Versorgung frei sein muss, ohne Geld, für keinen. Egal, ob er eine Arbeit hat oder nicht, egal, ob er versichert ist oder nicht, egal, ob er Grieche ist oder nicht, egal, ob er ein Migrant mit Papieren oder ein Migrant ohne Papiere ist. Die Gesundheit muss frei für alle sein. Es ist sehr wichtig festzustellen, dass dieses Problem jetzt in Griechenland ist. Aber dieses Problem wird nicht in Griechenland bleiben. Die Krise ist nicht eine Krise der faulen Grieche, der bösen Italiener, der Spanier, die viel zu Geld von den Banken gelohnt haben und so weiter und so fort. Ja. Die Krise, der Grund der Krise ist das System, das heutige System, Kapitalismus. Also die Krise wird zu allen Ländern in Europa kommen. Schneller oder nicht so schnell, aber die Krise wird jede Tür jedes Landes knopfen. Ja.